Und da werden wir ja gleich wieder sehr freundlich empfangen. Ja, und die mit ihrer Heilwellerei hier. Gut, ich bin da fast genauso schlimm, aber dennoch. Irgendwo reicht's auch. Wie die Stampede hier einfach durchs Wasser kommt. Punkte Schaden macht er schon. Der Sturmschlag. Meine Beute naht. Was liegt vor mir? Ich habe Witterung aufgenommen. Ach, da ist ja noch ein Auferstehungsstein, den würde ich gerne hier noch aktivieren für einen Notfall. Heißt Belagerungsgolem, aber macht Chaos-Schaden. Wie alle Golems Magie-Immun. Naja, kennen wir ja das gute alte Lied. Ah, da haben wir ja das Portal. Und dann kommt mal wieder hierher zurück. Auf der Pirsch. Und weiter geht's. Ein Tor nach dem anderen machen wir auf. Das ist hier die Stelle, wo ich die Greifenreiter schon teilweise weggehauen habe. Und hier oben werden wahrscheinlich doch ein paar Tore sein. Da muss ich mich, glaube ich, hin, oder? Schauen wir doch mal. Ja, und hier ist das letzte Teil zum Aufmachen. Den Laden würde ich mir allerdings gerne anschauen da. Einfach mal sehen, was da drin ist. Auch wenn es jetzt hier gleich wieder zu einer kleinen Keilerei kommen könnte, aber... Beschworene Einheiten haben die ja keine. Okay. Let's play Schiffe versenken, nur hier. Ich handle instinktiv. Ich habe Witterung aufgenommen. Aha. Okay. Kenne ich alles schon? Okay, das würde ich mir gerne mal ganz kurz ansehen. Das Inventar ist voll. Don't worry, he had. Ich kapier schon mal. Okay. Nicht wirklich das, was ich so unbedingt brauchen würde, die paar HP da. Das sollte aber, glaube ich, das letzte Tor sein da hinten. Entfesselt meine Kraft. Hier ist ein Mana-Brunnen nochmal. Was liegt vor mir?
Also ich glaube, jetzt habe ich die da oben gepult. Das war ein bisschen zu viel. Auf der Pier. Unser Held ist tot. Unsere Wege kreuzen. War ein kleiner Fail mit der Positionierung mit der Stampede. Ja gut. Kann mal passieren. Da kommt jedenfalls noch einiges auf uns zu, wie wir sehen. Mal schauen. Uff, da wartet ja schon einer. Na, solange er einzeln kommt. Der hat schon wieder eine Reinkarnation drin. So, jetzt aber. Okay, Moment. Lass das lieber mal. Da muss ich mit vollem Mana ran, sonst wird da überhaupt nichts draus. Die heilen sich da ja ewig hoch. Was liegt vor mir? Der letzte Mana-Brunnen, was ist das für ein Gesundheitsbrunnen? Der ist ein bisschen weit zurück. Schade. Ich bin ja so groovy, ey, Alter. Und ohne Ultimate sollte ich das, glaube ich, erst gar nicht versuchen. Jagt sie raus. Wir haben ja auch zwei Helden auf ziemlich hohen Stufen, 12 und 14. Haben die Typen eigentlich auch Mana? Ja, und das geht ihnen langsam aus, wie ich sehe. Zur Spurensuche bereit. Ihr seid ein Trickser. Könnte man ausnutzen. Jagt sie raus. Was liegt vor mir? Meine Beute naht. Na dann. Leider kein Mana mehr zum Heilen. Das ist blöd. Okay, das war's. Die einem da entgegenschmeißen, ist ja schon nicht mehr feierlich. Ich glaube, das war auch mein eigener Fehler, weil ich da die Typen da irgendwie runtergelockt habe. Aber allein die Tatsache, dass die da hinten drei Helden stehen hatten. Ich
fesselt meine Kraft. Ich habe einen echten Gruf. Trotzdem machen die Helden jetzt anscheinend gerade nichts. Na, jetzt wollte ich den Paladin gerade killen, aber... Ja. So, jetzt stirb bitte davon. Warte. Ach, hat der da auch noch eine Angst der Reinkarnation oder was? Ah, ich hasse dieses Gottesschild. So, eine Nervensäge weniger. Die Guru-Geister mache ich jetzt hier mal nicht, weil ich gebe mir das Mana gerade mal ein bisschen zum Heilen auf. Der hat natürlich auch einen Ankh. Ja. Der Magiemon in der Gestalt. Und weg mit denen. Eine Feuerkugel hat er dabei. Was liegt vor mir? Auf der Pirsch. Ich hab hier schon mal meine Beute naht. So, der letzte Heilwellen-Spammer von denen weg. Jetzt kann das nur noch ich. Muhahahaha. Kann ich jetzt wenigstens die Einheiten schön normal tot hauen. Und vielleicht regeneriert sich das Mana auch langsam mal wieder. Bin zur Spurensuche bereit. Mit Fangzähnen und Klauen. Ja, da ist jetzt dafür fast gar nichts mehr hier oben. Entfesselt die Bestie. Mit Fangzähnen und Klauen. Das nehme ich doch mal. Unsere Wege kreuzen sich auf der Pirsch. Entfesselt die Bestie mit Fangzähnen und Klauen. Sehr schön. Wir haben wieder Mana. Sind wir wieder im Geschäft? Ich habe Witterung aufgenommen. Ich handle instinktiv. Ich bin ja so grob wie Alter. Meine Beute naht. Ich hab einen echten Ruf, Mann. Jagt sie raus. Du machst keine Heilwelle mehr, Bitch. Entfesselt die Bestie. Jagt sie raus. Bin zur Spurensuche bereit. Ich habe Witterung aufgenommen. So, dann haben wir das zumindest mal geschafft. Na dann, raus hier aus dieser Stadt, die es ja mittlerweile eigentlich schon gar nicht mehr gibt. Okay. Ach, hier sind wir. Unsere Wege kreuzen sich
Schön, dass ihr entkommen seid, Rexa. Und keine Sorge, wir informieren Skrull über die Flotte des Admirals. Wenn dieser Mensch vorhat, Durotar anzugreifen, wird er feststellen, dass die Krieger der Horde ihn erwarten. Der Kriegshäuptling wird einige Zeit brauchen, die Krieger der Horde zusammenzuziehen. Ihr müsst so viele Verbündete um euch scharen, wie ihr könnt, bevor der Admiral gegen Durotar vorgeht. Nehmt diesen Zeppelin und reist nach Malgor. Die mächtigen Tauren, die dort leben, werden ihre Hilfe nicht verweigern. Sucht ihren Häuptling Kern Bloodhoof auf. Er wird seinen Schwur an den Kriegshäuptling ehren. Ja. Wer sagt's denn? Wir können mit Kern mal wieder was machen. Und wir haben jetzt mit beiden Helden einen Bonuspunkt zum Skillen bekommen. Geben wir Rexa mal eine bessere Stachelbestie. Oh, die macht jetzt Gebiet schauen. Und du kriegst einen Attributbonus. Also, ich würde sagen, ich mache jetzt an dieser Stelle mal eine kleine Pause und sag, ja, bis zum nächsten Mal bei Warcraft 3 Frozen Throne Bonuskampagne. Tschüss.